Jemand hat mal gesagt, wer reich stirbt, stirbt in Schande. Um ernsthaft zu werden, mit mir ist das Leben so gut gemeint. Ich glaube, ich habe meinen Teil auch beigetragen dazu, dass mir es gut geht, aber ich habe unheimlich viel Glück gehabt und mir geht es richtig gut. Und da kommt einem einfach mal der Gedanke, davon was weiterzugeben. Deshalb rief der Gründer und heutige Aufsichtsratsvorsitzende der MLP AG 1999 eine Stiftung ins Leben. Die zur Verfügung stehenden Gelder sinnvoll einzusetzen, bedeutet für den Stifter Einblicke in alle möglichen Aspekte des Lebens. Wenn ich mich mit der Problematik der Sinti beschäftige, das bringt mir ungeheuer viel. In der jetzigen Ausstellung zum Beispiel, der Weltausstellung über den Holocaust der Sinti, ist man immer wieder von Neuem erschüttert, was Menschen antun können. In der Heidelberger Altstadt befindet sich das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Die ganzjährige Ausstellung erinnert an deren Verfolgung und Vernichtung, um uns unserer Geschichte zu vergewissern, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft besser zu gestalten. Diese Ausstellung will bewusst machen, dass wir ein Bestandteil des Ganzen sind und plötzlich ausgegrenzt zu werden, nur weil man eine andere Herkunft entgegengehalten bekommt und dass die Grundlage ist für Selektion, für Aussonderung, für Deportation und für Vernichtung. Die Bilder vertiefen das Ganze noch. Also man hätte sich nicht gedacht, dass es doch so grausam war oder halt, also ja. Ich konnte mir das die ganze Zeit nicht so wirklich so vorstellen, dass das einfach so wie eine Fabrik sozusagen war. Und dass es fast 40 Jahre nach Kriegsende dauerte, dass Sinti und Roma als politisch verfolgte Gruppe anerkannt wurden, halte ich für eine unglaubliche Ungerechtigkeit der deutschen Öffentlichkeit. Und ich meine, wir haben hier noch eine ganze Menge Nachholbedarf, vergangenes Unrecht gut zu tun. Das Besondere an der Person von Herrn Lautenschläger ist, dass er nicht nur Projekte fördert oder das einer Abteilung in seinem Haus überträgt, sondern dass er sich persönlich engagiert und dass er die Nähe zu den Menschen sucht. Botschafter der Toleranz, Manfred Lautenschläger.